sind die anderen Blätter, ja, ja. Uiuiuiui. Deswegen bin ich auch ein bisschen wortkarg, weil ich so lausche. Weil ich weiß, da vorne war da irgendwo so ein Wolf unterwegs. Ah, da ist er doch, da oben. Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Subsistence. Und ich habe wieder geangelt hier. Oh, und ich höre was. Und es hat angefangen zu schneien mitten in der Nacht. Ich kann es aber schlecht gucken. Komm, holen wir sie rein. Ich habe nämlich gut gefangen. Guck mal hier. Einen großen Lachs, einen kleinen Lachs und noch so einen kleinen Äumelchen da. Stichling oder so. Ich habe auch Hunger. Ich muss auch bald was futtern. Deswegen rein in den Kühlschrank mit dem Zeug erstmal. Oh, oh. Gucken wir hier. Guck mal, den kann man so sehen. Hä? Wo? Da! Yo! Erste Mal, dass man den runterkommen sieht. Jetzt aber hurtig. Ich muss jetzt hier filetieren. Wie viel kriegen wir noch? Kriegen wir das noch? Nee. Nee. Dann machen wir die kleinen. So geht's. Pass auf. Wie ihr seht, muss ich auch unbedingt einiges futtern. Ha, ja, dann. Ich wollte eigentlich nämlich sagen, wir müssen ja noch gucken, dass wir Baumwolle finden und vielleicht die eine oder andere Lockpick-Kiste, damit wir an Baumwolle kommen und so weiter und so fort. Und, naja, wir gehen Kiste holen da, ne? Also, den Flieger. Den Flieger. Ja, und dann habe ich ja noch, wieder gute Kommentare bekommen von euch, ne? Zum Beispiel, ich würde jetzt erstmal gucken, dass ich nochmal Batterien mache. Hier, ne? Stromspeicher. Ja, stimmt. Guck mal, sieht man nichts mehr. Ne, habe ich gar nicht auf dem Fokus gehabt mehr. Klar, müssen wir ja auch. Jetzt, wenn die schon mal immer voll werden, immer. So, fertig, ne? Fertig. Fertig. Essen. Ja, allzu viel bringen die ja nicht, ne? Haben wir noch was Fertiges hier? Ne, dann können wir das mal machen. Und die haben wir noch. Ja, dann brauchen wir jetzt nichts. Gehen wir erstmal rüber. Dann esse ich hier einen von. Ja, guck. Da sind wir doch schon wieder ganz gut dabei. Und dann hier zum... Ach, da haben wir die Äpfel noch. Guck mal. Läuft. Und noch ein Apfel. Das sind ja auch noch welche. Guck mal, hab ich gar nicht gesehen. Den kriegen wir auch noch rein. Wir hatten ja so ein Apfelglück letztens. So, dann trinken wir noch einen Schluck. Und dann sind wir wieder ganz gut dabei. So. Dann gehen wir mal zu dem Flieger. Also. Den rein. Was brauche ich da? Ich habe die Spitzhacke. Ich nehme aber immer die... Habe ich da noch Ersatz von den Beilen? Ne? Von den, ja, ja, aber da ist ja nicht mehr viel drin. Die werden wir aber erstmal verbrauchen. So. Ne, so nicht. So. Du bleibst hier und dann machen wir da noch eine von. Das kostet nur... Lass mal gucken. Ja, einmal Bretter machen noch vorher. So. Müsste ja dann eigentlich ausreichen. Ah, ja. So, jetzt müsste das gehen. Genau. Hauen wir ab, wa? Hier nochmal eben nachlegen, damit das nicht ausgeht. So. Ja. Wie ist das Wetter jetzt? Oh, schneit nicht mehr so doll. Das muss ja auf jeden Fall reichen. Ich habe noch eine Kiste geholt heute Nacht hier. Haben wir noch November? Ja, noch ist November. Noch ist Herbst eigentlich. Noch gibt es eine Chance. Oh, jetzt muss da so ein blödes Tölen-Ding stehen da. Noch gibt es eine Chance auf Baumwollpflanzen.
aber trotzdem schön vorsichtig. Guck mal, weil die schon hell geworden sind hier. Ah, Schrott. Da brennt's. Ja, Baumwollpflanzen sind jetzt bei dem Schnee auch besonders schwer zu erkennen, glaube ich. Guck mal, hier haben wir schon so eine Tasche. Da könnte schon was drin sein. Naja. Dann nehmen wir den noch mit und dann gehen wir aber da mal zu dem Flieger. Das ist doch schön, wenn der Flieger direkt in der Nachbarschaft runterkommt. Ist ein bisschen dunstig so, man hat nicht so eine dolle Sicht, ne? Aber ich sehe hier so nichts Dramatisches, nichts Gefährliches. Erstmal so ein bisschen die Gegend sondieren, nicht, dass wir überrascht werden. Es knistert schon. Ja, hier ist aber sonst niemand unterwegs, wie es aussieht. Dann können wir ja hier in Ruhe die Kisten plündern. Kann man da nicht drauf? Hier so? Ah, doch. Wo sind die Kisten? Hier ist schon mal eine. So. Da geht jetzt auch die Axt gleich kaputt. Mal, die kriegt er sogar noch auf. Aha, aha, aha. Ich sortiere mal so ein bisschen um hier. Die ziehen wir einfach mal an. Ja. Wo ist die andere? Wer ist die Asa hier? Jo. War zu erwarten. Zack, 12, 6, so. So eine Flasche, keine Baumwolle. Das ist das, was mich so ein bisschen ärgert. Ach, das sind nur so Bruchstücke hier, ne? Stell mal wieder auf. Jetzt habe ich erst gedacht, da wären noch Leute drin. Das sind nur die Sitze. Ach, guck mal, es sind sogar Armaturen zu sehen und die Jokes. Das ist ja cool. Das ist mir bis jetzt noch nie so aufgefallen, weil die Perspektive noch nie so war, dass man das sehen konnte, ne? Komisch sah das aus. Jetzt gehen die rückwärts, die Ringe hier. Guck mal. Oh, das Wetter wird schlechter. Ich höre das. Das macht einen Lärm. Da ist so richtig Winter schon, ne? Oh Mann. Werden wir wohl bald mal gucken, dass wir wieder runtergehen in die Grotten und da noch ein bisschen weiter bauen. Aber das Problem ist mit der Veggie-Nahrung da unten. Die Vielzahl auffuttern ist ja auch nicht so. Ich will die ja sammeln. So. Hier haben wir noch so eine Tragfläche. Boah, ist das laut geworden. Das ist ja schon total Winter. Ich hatte auch irgendwie, ich glaube, der Uwe hat das geschrieben, dass das im Winter jetzt so extrem früh anfängt und der Winter so lang ist und so hart ist. So, wir haben ja noch, ist ja nicht über arme Leute.
muss auch noch ein bisschen Holz mitnehmen. Ich sehe nur hier. Aufpassen. Schlecht jetzt, weil es so laut ist. Schrott. Und den. So. Und dann haben wir noch eine Tragfläche irgendwo hier, ne? Und noch das Heck. Hinten das Lightback ist noch da. Da muss noch eine Tragfläche liegen. Ah ja, hier liegt sie. Gehen wir die Bäume noch holen. Brauchen Holz, dann können wir nämlich schon mal wieder neue machen. Was ein Lärm. Schön aufmerksam sein. Das ist der erste Blizzard hier, ey. Dir das an und das im November. Na, herzlichen Glühstrumpf. Aber das haben die wunderbar gemacht hier mit dem Wetterphänomen hier. Das ist schon toll. So, wo ist jetzt noch hier dieses Leitwerk hinten? Das müssen wir noch zerkloppen, dann haben wir hier alles fertig. Ich wollte aber schon mal. So. Wenn jetzt irgendwo so ein blöder Wolf angelatscht kommt, ich glaube, den würde ich erst bemerken, wenn er mich beißt. Saugefährlich hier jetzt bei dem Krach. So. Das ist eher so ein Zuhause-Bleibwetter, ne? Vor. Und man kann auch gar nicht weit sehen. Es ist schwierig mit der Orientierung. Richtig übel. Das sind die anderen Blätter. Ja, ja. Uiuiuiui. Deswegen bin ich auch ein bisschen wortkarg, weil ich so lausche. Weil ich weiß, da vorne war doch irgendwo so ein Wolf unterwegs. Ah, da ist er doch, da oben. Jo. Könnte man eigentlich ein bisschen schwimmen gehen und ein bisschen Seegras holen, um zu gucken, dass man noch ein bisschen Medizin herstellt. Ist vielleicht die bessere Idee, ne? Schwimmen geht ja, glaube ich, ganz gut, wenn man zu Hause in der Nähe bleibt. So, machen wir zwei Stück, wenn es geht. Ne, geht nicht. Fehlt noch Bretter. So. Platz haben wir aber, ne? Boah. So, mal gucken, dass wir erstmal nach Hause kommen. Alles wieder heile. Einsortieren. Ist ja grausam. 10 Grad aber sind das noch. Oh, man sieht aber auch nichts, ne? Doch, da ist der Wolf, aber das ist jetzt so, das ist nah. Aber da kommt er schon. Ich glaube, das haben wir nur nicht gehört wegen dem Lärm. Hauen wir ab jetzt, komm. Das ist kein Wetter hier. Geht gar nicht, ey. Aber die Windräder, die ackern ordentlich. Ach ja, wir wollten ja Batterien machen, ne? Hier, Akkus. Da oben könnten wir was ernten, wie es aussieht. So. Boah. So. Schwupp. Die kommen hier rein. Zack. So. Dann haben wir eine Batterie. Das kommt hier mit bei, ne? Da kommt es auch schon viel. Da müssen wir auch mal gucken, dass wir die anderen Patronen noch machen. Guck mal, ist schon voll.
Ist ja Wahnsinn. Dann können wir die rüberbringen hier. So. Das. Wo haben wir den ganzen... Guck mal! Boah, ey, das wusste ich gar nicht. Das ist ja massig. Die Bäuer keine machen dann. Hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. So, so. Mit so ein bisschen Tauwerk könnte ich noch machen. Oh, die Jacke muss aus. Ich schwitze. Sonst saufe ich mich kaputt. So, dann haben wir hier noch sowas. Die packen wir so lange hier rein. Ach so, wir wollten oben noch was machen, ne? Wie sieht's denn aus hier mit? Weil das geht ja auch immer echt schnell voll, ne? Batterie, guck mal hier. 500, das passt. 7 Bretter und 7 Schrott, 6 grüne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, das. Das. Das kommt hier oben rein. Kaugummi. Die kommt doch hier hin, ne? Ne, hier unten. Da. Na, guck, hat sich auch schon was angesammelt. Dann die hier rein. So. Da sind wir dann noch mit dran. Was war das? Wie viele Bretter? 7? Die haben wir hier. Passt. Dann los. Mach mal eine. Nützt ja nix. Siehst du wohl. Achso, und die müssen wir noch unterbringen hier. Da rein. So. Da hab ich gesagt, gehen wir ein bisschen schwimmen, ne? Naja, wieso nicht? Ein bisschen schwimmen gehen. Ist doch das richtige Wetter zum Baden gehen. Mal gucken, ob wir unter Wasser frieren. Kann sein, aber so eisekalt ist das nicht. Guck, wir haben 18, warte mal, vom Feuer weg ein Stück. Na? 14 Grad und es schneit. Das ist auch ein bisschen komisch, ne? Der Wind hat aufgehört. Aber lass mich mal die, wenn der Wind wiederkommt, das Ding aufstellen schon mal. Na? So, ach, dann haben wir die noch da. Gib mal her. Die packen wir ruhig so lange hier rein. Die lügen wir noch so lange hier zwischen. So. Und jetzt können 2000 rein. Da ist das schon mal. Nur gucken, dass wir noch einen machen. Vielleicht auch mal noch einen für die Masse. So, gehen wir schwimmen hier. Plötsch. Da, siehst du, geht schon los hier. Und dann gucken wir mal, ob wir noch ein bisschen von der Medizin, von dem Gegengift da machen können. Antidot. Also Gegenpunkt. Ne, da. Guck mal, 2 Stück. Aber frieren tue ich nicht. Das ist ja interessant. Ja, der ist da oben, der Wolf. Da können wir hier noch in ganz unbehelligt tauchen. Noch was zu sehen? Da können wir auch das bisschen Glas schon mal nehmen. Hier, das Kalksandstein-Gedöns. Ja, es wird richtig winterlich. Also bei so einem Wetter dann loszuziehen, zum Beispiel zur Obsidian-Base oder so, das sollte ich mir überlegen. Ich meine, wenn ich einmal da bin, geht's. Aber wenn man unterwegs so ein Wetter hat, wie wir vorhin gerade, dann ist das schon echt übel. Vor allen Dingen, mir fehlt ja noch ein bisschen was an Ausrüstung. Ne? Ich habe noch die Weste nicht, aber die kann ich ja im Winter sowieso nicht brauchen. Aber den Helm noch und eine bessere Hose, das sind Dinge, da muss ich mich auch mal noch drum kümmern. So, das bringen wir jetzt erstmal in den Kühlschrank. Das gammelt ja sonst. Ja, 16,3 können wir schon machen. Ob wir noch für einen vierten zusammenkriegen? Können wir ja gucken. Da ist ein Wolf. Da, nee, das ist ein Wildschwein. Der hat mich ja auch letztens am Kanthaken gehabt, ey. Immer erst in Sicherheit wiegen. Ich laufe jedes Mal weg und dann irgendwann, ey, schaut mal nicht. Zack, bum, peng. Ist es passiert, ne?
Peng, peng, tüdelütüt. Da ist eine Kiste. Da kommt man aber ohne Auseinandersetzung nicht dran, ne, wie das aussieht. So. Dann würde ich sagen, bringe ich das noch rein. Dann schwimmen wir mal noch ein Stückchen weg, so in die Richtung da. Richtung Bäreninsel vielleicht. Vielleicht kann man da noch was kriegen. Ups. Jo, 18. Sieht doch gut aus. Allihop. Da sehe ich doch was. Aber das schaffen wir so nicht. Da müssen wir erst auftauchen. Wenn man jetzt öfter mal ja diese Flaschen auch kriegt, ne, diese Tauchflaschen, dann könnte man vielleicht mal öfter ein bisschen tauchen gehen, ne? Da oben ist noch eine. Kann ich da ran? Oder sind wir da dem Wolf zu nah? Das ist schon... Das ist schon ein bisschen aufpassen hier. Das ist ein bisschen gefährlich. Das ist aber... Ach, der ist da hinten. Oh, der ist ein Stück weg. Das geht. So. Gucken, ob ich genug von dem anderen Zeug habe. Dann machen wir nämlich 4 Gegenmittel. Weil ich glaube, von den... Ah, da ist auch noch was. Liegt auch der Schnee auf dem Grund vom See. Das ist auch interessant. Jetzt müssen wir wieder aufpassen. Wenn der Wolf jetzt so ein bisschen hier in die Gegenrichtung läuft, könnte der uns bemerken. So. Da, Muscheln. Muscheln. Müssen wir erstmal auftauchen. Sonst wird es nichts. Und hoch. So. Und dann war da noch... Oh, da ist noch was. Ah, ich wollte ja eigentlich auch das holen hier. Gucken, ob wir beides schaffen. Könnte eng werden, ne? Weil das dauert immer so lange. Ich muss noch 5-mal kloppen. Und dann noch den und noch auftauchen rechtzeitig. Oh, oh. Oh, oh, oh. Ein Ersticker. 2 Ersticker sogar. Ja, das ist, wenn man gierig ist. So, liegt hier noch was? Da ist noch ein Gras. Das holen wir noch und dann gehen wir erstmal rein. Wir haben auch was zu tun zu Hause, ne? Das ist ganz schön tief. Oh, ist das tief. Nicht nochmal Erstickerchen. Oh, das wird knapp. Ich glaube aber, das klappt noch. Ja, aber viel fehlt hier nicht mehr. Oh, noch mehr. Holen wir den Sandstein auch noch, wenn wir schon mal dabei sind. Komm. Das schaffen wir. Zack. So. Jetzt wird das Wetter freundlich. Siehste, einfach das schlechte Wetter weggetaucht. Ja, wahrscheinlich auch ganz gut aufgeräumt hier. So. So, 4 Stück könnten wir machen. Und die sind, glaube ich, hier drin, ne? Jo. 4 Stück. Dazu brauchen wir die hier. Und zwar ein paar mehr, ne? Die gehen so, oder? Warte mal eben. 4 Stück, das heißt...
12, 3. So. Einmal das. Da, das geht. Ja. Machen wir so. Ich warte noch, bis die fertig sind. Besser ist, wir können in der Zeit ruhig mal hier die schon mal braten. So. Das haben wir jetzt. 4. Zack. Und jetzt 1, 2, 3, 4. Ja. Das gibt 4 Stück. Das ist doch nicht schlecht. Wie viel haben wir denn hier? 9. Ich glaube, ich habe auch schon einige runtergebracht. Ja. So, kann man noch was anstellen mit dem Tag? Ich glaube nicht, ne? Wie spät ist denn das? Ja, kann ein bisschen ernten. Oh ja, guck mal, hier Tomaten sind fertig. Ja, dann. Weil da haben wir nämlich nicht mehr viel von. Vorsicht, ich habe was im Ofen. Oh, da liegt auch Schrott, das holen wir noch. Ja, die sind schon mal fertig. So. Und die da rein. Haben wir hier noch welche? Einen. Wir brauchen 7, ne? Dann. Ja, 5, 6, 7. Das ist der auch fertig. Den kann ich schon mal essen. Den wir hier rausbringen. Warte, jetzt hole ich aber eben den Schrott. Gerade so aus, wenn da was liegt. Könnte ja sein. Hä? Oh, ne. So. Never. Ah, die sind noch nicht fertig. Aber Wasser können sie gebrauchen. Hier ist wohl nichts, oder? Nö. Und hier kann auch durchaus Wasser gebrauchen. So, wir werden die Tomaten düngen, weil da brauche ich auch mehr von. Deswegen nehmen wir uns hier mal Düngergedönsel mit. Ach so, Wasser. Upp. Mach doch rein. So ist recht. Das ist voll. Das ist voll. Auch voll. Alles gut. Ja, es wird schon dunkel bald, ne? Ach ja. So. Dann räumen wir jetzt die Medizin weg. Ach, jetzt hätte ich doch immer noch Wasser holen können eben. Guck mal, da machen wir da gleich mal die Flaschen wieder neu. So. So. Den. Da rein. Und hier. Dingel, Dengel, Dengel. So, Medizin wegräumen. Da oben rein. Bis auf eine. Die nehmen wir immer mit. Das ist besser. Und, ja. Wie sieht es eigentlich aus mit der Masse? Die hat sich noch nicht erholt. Ne? Jetzt könnten wir nämlich noch eine machen. 100 brauchen wir ja, muss voll sein. Ja. Brauchen wir auch Holz. Haben wir noch Bretter? Die können wir machen. Ja, und auch noch ein bisschen hier. Oh ja. Machen wir die Tür zu wegen der Fliegen. So.
Lockpick-Kisten könnte man mal gucken, ob man die kriegt. Je nach Wetter oder gucken, ob man nochmal Lithium oder hinten bei dem Felsen Silizium kriegt. Aber ob ich jetzt nochmal, ja vielleicht, zu der anderen Basis gehen würde, ich weiß nicht. Ich rechne jetzt auch bald damit, dass der Dezember losgeht. Und wenn mich nicht alles täuscht, geht's, glaube ich, Mitte Dezember friert der See zu, ne? Und dann verkrümeln wir uns mal ein paar Tage nach unten. Aber lange können wir da ja nicht aushalten. Es sei denn, wir futtern da immer die Pilze weg. Ich glaube, das reicht auch nicht. Also länger, mehrere Tage, also 4, 5 Tage unten bleiben kann man eigentlich erst, wenn man diese Obstgläschen hat, ne? Diese Marmeladenpötte da. So ist das ein bisschen schwierig. Und ich würde ja gerne hier noch weitermachen. Wir haben ja jetzt hier zum Beispiel die bessere Hose, ne? Könnten wir das machen? Die hier endlich mal, die strapazierfähige. Dazu brauchen wir ein Seil. Kriegen wir 4 Stück hin, 4 gefütterte Stoff. Ich glaube nicht. Was kostet denn der gefütterte Stoff? Der kostet 3. Und 4, 3, 12. Doch, das geht. Pass mal auf. Ich mach das jetzt. Ich muss das ja eh irgendwann mal machen. Hier haben wir das alles drin. Gefütterter Stoff, 4 Stück. 1, 2, 3, 4. So. Und dann brauchen wir noch ein Seil. So. Und was noch? 12. Haben wir. Die können wir wieder weglegen hier. 5 armselige. Ja, da müssen wir mal ran. Und da müssen wir hier gucken, dass wir den kriegen. Der kostet auch nochmal 4. Man könnte natürlich auch den Helm machen, ne? Der bringt 5 Schutz und 1 Wärme. Und die Hose würde bringen, ja, 6 Schutz. Aber wir haben die und die bringt 3. Das heißt, sind wir 3 dabei. Dann wären wir hiermit eigentlich besser. Aber ich glaube, die Grundlage wäre schon nicht schlecht. Vor allen Dingen die zweite davon haben dann mal. Naja, es ist dunkel geworden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Like da, schreibt Kommentare. Seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ja, und dann machen wir weiter. Es geht straight in Richtung Winter. Bis dann, bye bye, tschüssi.